Da sind wir auch schon wieder zurück zu einer weiteren Folge Fallout 76. Die Sonne geht gerade frisch auf und wir sind bereit für die nächste Hauptquest. Und zwar widmen wir uns heute die Hauptquest oder widmen uns der Hauptquest. Defiance ist gefallen. Ja, was müssen wir da machen? Wir gehen mal auf die Karte. Wir gucken mal vom Vault 76. Zack. Einmal schräg rüber. Die letzte Quest haben wir hier im Abbys Bunker wieder mal abgeschlossen. Vom Abbys Bunker dann runter. Und jetzt sind wir hier gerade hier. Wir müssen den Standort von Fort Defiance finden. Und das werden wir jetzt auch direkt mal tun. Und mal gucken, was uns dort erwartet. Bin ich spannend. Ich habe irgendwas rausgehört. Ich habe schon wieder zu viel gebrabbelt und kaum zugehört. Aber ich habe auf jeden Fall rausgehört, dass wir hier irgendwas mit der Stillernen Bruderschaft. Camp Venture sind wir auf jeden Fall jetzt schon mal. Dass da auf jeden Fall irgendwas mit der Stählernen Bruderschaft abgehen wird. Bin gespannt. Wollen wir mal gucken. Würde aber zu gerne mal oben die Hütte hier erstmal abgrasen. Mir fehlt so ein bisschen mal eine Waffe hier oder so. Wollen wir nicht. Ich tue gerne Nahkampfwaffen zu finden, wa? Erst finden. Ich arbeite gerne mit Nahkampfwaffen, aber ich habe gerade überhaupt nicht das. Ist auch kein. Mal gucken, können wir auf die Schnelle irgendwas herstellen. Hör doch hier schon irgendwie. Nahkampf, Schlagwaffen, Planke, Klingwaffen, Gamachete. Nee, scheiß drauf. So, wer tigert hier rum? Er hier. Ist mega schwach, die Spitzhacke. Ich hoffe, dass wir da keine Probleme jetzt in der Quest kriegen. Gut, werden wir mal schauen. Wir gehen mal weiter. Mal davon aus, dass die Tür hier vorher zu gewesen ist. Hier wird ein anderer Spieler gewesen sein. Aber das ist immer sehr kritisch, wenn hier andere Spieler gewesen sind, dass hier gleich irgendwas buggen tut an der Quest. Ich hoffe ja nicht. So, nehmen wir mal das Versteck der Aufseherin gleich mit. Lauschen wir mal der Nachricht und gucken währenddessen mal ins Terminal. Wer war diese stählerne Bruderschaft? Überlebenskünstler? Ehemalige Soldaten? Sie haben ihr Training und ihre Rufzeichen ernst genommen. So viel steht fest. Organisiert, effizient, mit Zugang zu Ausrüstung. Man würde meinen, dass sie in West Virginia mittlerweile das Sagen hätten. Aber sie sind fort. Wenn sie sich an die militärische Vorgehensweise halten, haben sie irgendwo ein befestigtes Hauptquartier. Und einen Anführer. Jemanden, der wusste, was sie vorhatten. Gut, war anscheinend nicht das Richtige. Wir sind doch hier. Hier ist auch noch ein Terminal. Terminal des Kommandos. Alter, wir werden hier angegriffen. Jetzt tun hier. Ey, sag mir jetzt nicht, müssen wir uns das Ding jetzt hier anhören. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock. Lass ich das so laufen. Danke, So, in Captain. der Zeit gucken wir Wir mal sind hier allein. weiter. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Lizzie, Hier ist auch was noch ein hast du auf dem Zettel. Herzen? Das ist er Eine gewesen. stählerne Bruderschaft? Alter. Was soll das überhaupt bedeuten? Die Gut, haben wir Leute uns sind umsonst verrückt. angeguckt. Ich denke mal, ich werde die Wir Stelle sollten etwas wagen. an dem Terminal hier Wir mit dem können Holoband nicht einfach wegschneiden. die US Falls ihr euch Army wundert, warum leiten. da so ein Schnitt Dann ist. ist es nur eine Frage Und der wichtiger, Zeit, das bis läuft ja wir hier im einen Hintergrund, Generator hört er und ja. einen So, verdammter als Politiker aus nächstes seinem dringen in Boot das Hauptquartier der herausfordern Bruderschaft und ein. Wir uns schauen hier mal, wo die ist. hochzukommandieren. Hier Und schlimmer unten. noch, sie werden irgendeinem Oh, ob wir Soldaten das schaffen? befehlen, Ey, ich mit bin gerade allen mal wieder Level von vorne anzufangen. 26. Eine weitere Ich werde Runde auf jeden Fall jetzt Atomwaffen. erstmal Und wenn dahin das nicht steppen und reicht, dann sehen wir wird es uns gleich Mordbrand. wieder. So, dann sind wir auch schon wieder zurück. Wir sind kurz vor dem Hauptquartier der Bruderschaft.
Mal gucken, hier ging auch gerade ganz schön was ab. Also hier wurde gut rumgeballert. Ich hoffe, wir sind mit Level 26 dem auch gewachsen. Fort Defiance entdeckt Cranberry Bog. Müssen wir jetzt hier rennen. Finde heraus, was aus der Bruderschaft geworden ist. Aber jetzt ist ja auch noch ein öffentliches Event, auf das habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Aber hier geht auf jeden Fall die... Alter. Okay. Hier passieren auf jeden Fall Sachen. Wir zusehen, dass wir hier schnell irgendwo hinkommen. Natürlich nicht. Ist das normal, dass das Vieh jetzt hier rumfliegt, oder ist das jetzt hier nur wegen dem Event, ey? Oder sind wir hier wirklich in so einem High-Level-Gebiet? Ist auch echt alles dicht, wa? Ah, hier ist eine Tür offen. Guckt euch das an, Alter, was passiert hier? Er stellt ja erstmal so ein Geschütz auf. Ist schlecht, der Typ. Ja, wir auch immer noch nicht, wie man jetzt hier rinkommen will. Hier. Aber wir gucken mal, dass wir ihnen hier wenigstens mal ein bisschen helfen können. Und die irgendwelche Feinde, die hier noch kommen. Der fetzt jetzt hier alles alleine, oder was? Vielleicht haben wir ja Glück und können auf jeden Fall ein bisschen XP mitnehmen. Alter, ist hier was los. Ist hier was los. Gleich geschafft, der Kumpel. Das ist schlecht gemacht, Alter. Aber können wir leider nicht looten. Aber egal, hat er gut gemacht. Gehen wir mal rein. Gut. Ziehen wir auf jeden Fall gut viel ab hier. Ich irgendwas habe, was ich heilen kann, ey. Ich bin wieder völlig unvorbereitet hier reingegangen. Oh, Kacke. Durch nichts. Gut. Auf jeden Fall in den Raum daneben gehen. Ich werde aber mal vorher mal ein bisschen hier looten. Hier laufen überall Leute rum. Leute vor allem. Welche Viecher. Oh,
Stromversorgung abgebrochen. Unterbrechungsschalter zurücksetzen. Was ist das hier für Geräusche, Alter? Wo sind die? Hier. Ja, hier. Gut daneben. So, auf jeden Fall müssen wir irgendwie was generatormäßig eventuell finden. Versorge die Anstalt mit Strom. Finden wir heraus, was der. Boah. Dann müssen wir auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir die Tür hier hinbekommen. Und wo müssen wir hier Strom finden? Ach, hier wird doch schon angezeigt. Ne, das ist das, wo wir gerade waren, ne? Ja. Ah. Irgendwo nach oben eventuell. Boah, ich dachte, der ist tot. Eins nach oben. Gag. Was war das? Lass er zurück hier. Nein, ich will nicht sitzen, Mann. Setzt er sich schon wieder hin? Ist gut. Ja, aber alles nicht so sehr nach Stromversorgung aus. Da nach oben tigern. Oh, ich bin mutiert.
Oh, das mache ich hier keinen Schaden mehr, oder was? Was haben wir denn für eine Mutation? Adleraugen. 25% kritischer Schaden. Kann man mal machen. Wie wichtiger wäre jetzt mal hier so ein Generator oder sowas? Soll das hier mal in Gang kriegen? Auf jeden Fall ein ganz schönes Labyrinth hier. War schön viel Schrott zum Einsammeln. Kissen ist da drin. Also auf jeden Fall haben wir jetzt Kissen genug. Wenn wir auf jeden Fall unser Bett schön schmücken. Ich glaube, ich jetzt schon hier im Kreis laufe. Ups, das war Regen jetzt hier. Den wollte ich gar nicht. Ich kann ja gleich ein bisschen verwerten hier. Zack. Wo er hier? Gut zu holen. Komm mal an, hier haben wir es. Aktivieren. Abgeschlossen. Jetzt müssten wir eigentlich wieder zurück können. Wow. Okay, den da holen wir jetzt mal ab. Weil ich habe wirklich null Energie so wirklich. Mal hin. Wir haben die jetzt alle angelockt hier, wa? Die Mucke wird auch schon heftiger hier. Müssen wir hin. Da ist schon offen, sehr schön. So, die Tür wieder zumachen? Nö. Gut, auf jeden Fall sind wir da. Was haben wir hier? Quest abgeschlossen. Defiance ist gefallen. Ja, Freunde, haben wir direkt geschafft. Die Defiance ist gefallen. Der erste Schritt ist getan, um mehr über die Stählerne Bruderschaft herauszufinden. Wir sind in dem Hauptquartier der Bruderschaft eingedrungen, haben eigentlich nicht viel gemacht. Wir sind durch das Labyrinth, was hier entstanden ist, das haben wir durchquert und haben die Stromversorgung wiederhergestellt und haben die Quest somit abgeschlossen. Und haben auch gleichzeitig eine weitere Hauptquest und eine Nebenquest über und um die Stählerne Bruderschaft freigeschaltet. Werden wir definitiv in den nächsten Folgen mal anpacken. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ciao, ciao.